Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Ableton Push 2 Controller mit dem Driven by MOS Script. Und zwar geht es um die Funktion Track oder Spur hinzufügen mit Favoriten und noch ein bisschen was über Mixer und Effekte. Legen wir doch einfach mal los. So. Das ist ein standardmäßiges Projekt von Bitwig, wie es geladen worden ist. Und ich habe hier den Push-Controller und der zeigt mir hier oben an die zwei Kanäle, die er geladen hat. Einmal einen leeren Instrument und einmal einen leeren Audio-Track-Kanal. So, und was ich jetzt mache, ich lösche die beiden erstmal. Dazu halte ich hier den Finger auf die Delete-Taste und wähle die nacheinander aus. Wenn kein Track mehr zur Verfügung ist, springt der Push-Controller automatisch hier auf die Master-Ansicht und ich kann jetzt einfach mit dem Mix-Knopf wieder zurückspringen und sehe dann quasi die leere Trackliste da. So, jetzt kann ich einfach durch Hinzufügen Add Track einen neuen Track hinzufügen und hier sieht man dann, ich habe drei Möglichkeiten, einmal ein Instrument, einmal Audio und einmal einen Effekt-Track hinzuzufügen, einen leeren von diesen drei oder jeweils mit Favorit versehene Tracks. Das heißt, ich kann von den Instrument Tracks kann ich jetzt die Favoriten, die ich definiert habe oder die vordefiniert sind, je nachdem, kann ich jetzt auswählen. Das heißt, ich füge jetzt einfach mal so ein paar Tracks hinzu. Ich will einfach jetzt da habe ich jetzt nicht Add Track gedrückt. So, machen wir diesen hier. Nochmal Add Track, nochmal Add Track. Dann machen wir das Ganze nochmal, weil wir ganz viele Tracks haben. So, und dann kommen dazu noch eine Kickspur, zwei Hi-Hat-Spuren und eine Snare-Spur. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Instrument-Tracks und ich könnte jetzt zum Beispiel zusätzlich noch Effekt-Tracks hinzupacken. Das mache ich jetzt mal, da nehme ich auch mal noch eine ganze Menge dazu, weil ich es einfach kann. Nee, weil ich die brauche. Die brauche ich gleich nochmal zum Anzeigen. So, nochmal ein paar Kompressor hinten dran. Noch ein Delay und nochmal einen Kompressor. So, jetzt habe ich ganz viele Instrumentspuren und Effektspuren. Und ich kann jetzt hier bei den Instrumentspuren, wenn ich hier beim Mix bin, wenn ich hier nochmal auf Mix klicke, gehe ich automatisch rüber auf die Effektspuren oder runter auf die Effektspuren. So, und jetzt bin ich hier auf der letzten Spur von meinem Instrumenten-Tracks und könnte jetzt mit quasi mit der Pfeiltaste hier rechts links die Spuren wechseln. Ich kann aber auch einfach auf die andere Seite oder auf die zurückliegende Seite springen, indem dass ich die Shift-Taste hier unten drücke und hier die Pfeiltaste. Dann komme ich auf die nächste Seite und kann hier so durch die verschiedenen Spuren wandern. So. Und diese Spureinrichtung bzw. diese Favoriten, die ich definieren kann hier, das mache ich in den Einstellungen. Und zwar gehe ich hier auf das Dashboard, dann in Settings, dann in Controllers und dann komme ich normalerweise auf die Seite, die sieht ungefähr so aus. Bei euch vielleicht ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für Controller ihr am Start habt. Wenn das alles zugeklappt ist, dann drückt ihr einfach hier auf das Zahnrädchen und dann klappt der Ableton Push 2 Controller sich auf und wenn man dann ganz runter scrollt, dann sieht man im letzten Abschnitt hier diese Add Track Favorite Devices und hier hat man schon die verschiedenen Favorites, die man definieren kann oder sich auswählen kann für die Instruments, für die Audio und für die Effect Tracks und wenn man jetzt da auf die Auswahl, auf dieses Auswahl Fenster da geht, dann öffnet sich so ein Pop-up mit sämtlichen Auswahlmöglichkeiten. Es sind alle Bitwig-Devices drin. Die weiteren Devices, die hier drin sind, die hat der Jürgen Moosgraber definiert, weil Bitwig das mit seiner Programmierschnittstelle noch nicht zurückgibt, was ihr da gerade installiert habt. Also es kann sein, dass euer Lieblingsinstrument hier nicht mit dabei ist. Vielleicht gibt es in einer der zukünftigen Versionen, wird das automatisch ausgelesen, dann ist das natürlich auch hier zur Verfügung. Und dasselbe ist dann hier auch wieder mit den Audio-Tracks, was man hier an Effekten drauf haben will oder hier auf den Effekt-Tracks mit den Effekten selber. So.
gehen wir wieder zurück zum Push-Controller. So, und ich gehe jetzt hier einfach über Mix wieder in die Übersicht hier. Und das diese Übersicht hat hier unten drunter eine Knopfleiste. Und mit dieser Knopfleiste kann ich einen anderen Track zum Beispiel auswählen. Im Moment ist dieser Track hier ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier unten drauf drücke, dann wähle ich diesen Organ-Track hier aus. Das heißt, immer wenn ich auf einen anderen Track drauf drücke mit einem Klick, wähle ich diesen Track aus. Wenn ich dann nochmal drauf klicke, dann gehe ich in die Device-Chain rein. Dann sehe ich, okay, hier gibt es einen Polysynth, der drin ist. Und jetzt kann man einfach mit Add Device einfach ein weiteres Device hinzufügen. Da wähle ich jetzt beim Creator Bitwig zum Beispiel aus. Und bei der Kategorie sage ich zum Beispiel einen EQ und drücke hier Add Device. Und das hat jetzt nicht geklappt, weil ich was Falsches gemacht habe. Da muss ich nochmal gucken. So. Und Kategorien EQ und ich habe keinen ausgewählt, glaube ich. Das war mein Fehler. So, und jetzt habe ich den EQ hier. So, und jetzt will ich sagen, vor dem EQ möchte ich noch was anderes haben. Dann halte ich hier unten die Shift-Taste gedrückt und drücke hier Add Device. Und wähle hier zum Beispiel wieder aus Bitwig und die Kategorie, sagen wir mal, ein Delay und ich wähle dann das Delay 1 aus, Add Device, und dann habe ich das Delay 1 hier vorne dran. So, in der Device Chain habe ich jetzt die Übersicht und jetzt wieder diese Knopfleiste, mit der kann ich jetzt das Device entweder auswählen oder in das Device reinwechseln. So, ich wähle den Polysynth aus und drücke jetzt hier nochmal rein und komme jetzt in das Device rein und sehe jetzt hier die Übersicht der Remote Controls. Und die kann ich mir in Bitwig in den Device Section auch nochmal anzeigen, indem dass ich hier Parameter drücke. Oder ich kann die hier direkt am Controller auswählen und dann mit den Knöpfen hier bearbeiten. Direkt. So. Und dieses ganze Hinabtauchen in die Device Chain oder in das Device selber und wieder hochtauchen ist wie ein Dateimanager. Wenn man in Unterverzeichnisse reingeht und wieder da rausgeht. So, ich kann jetzt einfach hier wieder auf diesen Up-Knopf drücken hier oben, dann komme ich wieder eine Stufe hoch. Oder wenn ich gleich auf die Gesamtübersicht gehen will, drücke ich hier einfach auf den Mix-Knopf und dann bin ich wieder in der Gesamtübersicht der Spuren. Das heißt, ich kann hier schön einzeln runtergehen und die einzelnen Seiten auswählen, die ich zur Verfügung habe und kann hier alles Mögliche ändern. Kann dann einzeln wieder hoch oder ich drücke dann eben, wenn ich hier nochmal reingehe, drücke dann nochmal Mix und bin dann direkt in der Übersicht hier drin. So, und jetzt hab ich einfach Spuren angelegt, bin in die Spuren rein, habe Devices hinzugefügt. So, und wenn man mal eine Weile mit Bitwig arbeitet, dann hat man nicht nur einfach nur Spuren, sondern man gruppiert sie in Gruppen. Und das mache ich jetzt hier mal. Das geht nicht über den Controller, das mache ich direkt in Bitwig. Und zwar sage ich jetzt zum Beispiel, das hier ist jetzt eine Gruppe. Da habe ich einfach den ersten Track ausgewählt, die Shift-Taste gedrückt gehalten und dann die letzte Spur ausgewählt, die dazugehört. Dann mit einem Rechtsklick und Group oder Steuerung G kann ich die alle gruppieren. So. Die sind jetzt gruppiert. Der Gruppenbus ist markiert. Jetzt kann ich mit Steuerung R oder Rechtsklick Rename, kann ich da jetzt zum Beispiel reinschreiben Melodie. So. Und das kann ich auch wie so einen Ordner einklappen. So, und die zwei da nehme ich nochmal rein. Sag nochmal Group. Ist ausgewählt, jetzt drücke ich mal Steuerung R gleich und sage zum Beispiel, das ist mein Bass. Das sind die Bassinstrumente. Dann kann ich den hier zusammenklicken. So, und jetzt habe ich noch die Drums. Die markiere ich auch wieder. Ersten auswählen, Shift-Taste gedrückt halten, unten klicken und dann hier wieder Group, Steuerung G. Da steht jetzt Group 3, der ist ausgewählt. Steuerung R,
schreibe ich jetzt Drums hin und klicke den zusammen. So, jetzt habe ich hier meine verschiedenen Gruppen. Und das Schöne an diesen Gruppen hier bei, in der Bitwig-Übersicht ist, ich kann in diese Gruppen so direkt reingehen. Ich kann hier oben diesen Knopf auswählen, kann hier direkt sagen, ich will jetzt nur die Melodiespuren sehen. Dann bin ich hier drin, kriege hier so ein kleines Symbol, dass ich innerhalb von einer Gruppenspur drin bin und habe jetzt zum Beispiel meine anderen 364.000 Spuren ausgeblendet. Habe es einfach schöner. So mit dem Klick hier oben drauf, wenn ich hier drin bin, mit dem Klick hier oben links drauf, komme ich hier wieder raus. So, in die Spuren selber habe ich auch nochmal eine Device-Chain, da kann ich natürlich auch nochmal Effekte reinbringen. Und das will ich jetzt hier auch an dem Controller machen. Nämlich, wenn ich hier die Übersicht habe und ich habe hier meine drei Gruppenspuren und ich möchte jetzt in der Melodie zum Beispiel noch einen EQ reinmachen, dann ist das ja normalerweise so, ich drücke hier drauf und tauche dann in die Device-Chain rein. Das passiert an der Stelle nämlich nicht, weil ich komme direkt auf die Übersicht der Spuren, die in dieser Gruppe liegen. Ich kann auch mehrere Untergruppenspuren machen, also ich kann die noch weiter verschachteln, wenn ich möchte. Das kann ich ja gleich mal machen und nicht nur davon erzählen. Ich markiere eine und markiere die, drücke Steuerung G, dann habe ich wieder eine Gruppe. Ich lasse die jetzt einfach mal als Gruppe bezeichnen, damit man das hier auch schön sieht auf dem Controller. So, aber was ich eigentlich machen wollte, also ich bin in dieser Gruppe und möchte in diese Device-Chain von der Gruppe noch einen EQ reinmachen. Und wenn ich jetzt hier unten reindrücke, komme ich direkt auf die Spurliste und nicht auf die Device-Chain. So, gehe nochmal hoch. So, ich wähle diese Spur aus, die ist hier ausgewählt. Und um einen Device hinzuzufügen, beziehungsweise mir die Devices anzuzeigen, klicke ich hier jetzt auf den Device-Button. Und jetzt bin ich in der Ansicht oder in der Device-Chain von dieser Gruppenspur. Jetzt kann ich sagen Add Device. Wähle mir wieder den Creator aus mit Bitwig, eine Kategorie. Ich wollte einen EQ, habe ich großspurig erzählt. Und dann nehme ich mir zum Beispiel den EQ Plus, drücke wieder auf Add Device und habe hier jetzt meinen EQ Plus drin in dieser Gruppenspur. Jetzt kann ich wieder hochgehen. So, und wenn ich jetzt diesen EQ Plus bearbeiten will, kann ich das wieder nicht machen durch diesen Knopf, dass ich da runter gehe, sondern ich muss auf die Gruppenspur gehen und sagen, hier, ich will das Device sehen. Ich kann auch, wenn ich hier reingehe und habe jetzt hier meine verschiedenen Spuren, den Polysynth-Spur zum Beispiel, kann ich hier auch auf Device klicken und komme dann auch in die Device-Chain rein. Also das heißt, dieser, ich gehe jetzt nochmal in die Gesamtübersicht, dieser, nennen wir es einfach mal Shortcut oder Abkürzung, dass ich hier zweimal draufdrücken kann, einmal zum Auswählen und einmal zum Reintauchen, ist nur eine kleine Abkürzung, als würde ich jetzt die Spur auswählen und hier drüben auf Device drücken. So. Jetzt haben wir, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Polysynth. Jetzt habe ich ja etliche Effekte definiert. Die sind hier ja mit einem leeren Effekt. Einen leeren Effekt brauchen wir eigentlich nicht. So, Moment, gehen wir mal rum. Wo habe ich denn diesen leeren Effekt? Der ist auf der anderen Seite, so einer der ersten. Den will ich löschen, halte ich die Delete-Taste fest, drücke kurz den leeren Effekt und weg ist er. So, leere Effekte brauchen wir nicht. So, jetzt habe ich, das ist meine Gruppenspur, jetzt gehe ich in die Instrumente rein. So, jetzt habe ich hier verschiedene Spuren und ich habe verschiedene Effekte. Und standardmäßig ist es so, dass hier oben ein Effekt oder ein Parameter, nenne ich das jetzt einfach mal, ausgewählt ist, der Volume, die Lautstärke ist hier ausgewählt. So, und wenn hier oben was ausgewählt ist von diesen Parametern oder Effekten, dann bedeutet das, dass der Fader oder der Drehregler über jeder Spur für diese Spur diesen Effekt beeinflusst. Das heißt, wenn ich hier drehe, drehe ich an der Lautstärke von der Group 4 oder hier von dem Polymer oder hier von dem Phase 4. Wenn ich hier den Pan einschalte, also das Panning Stereo rechts links, dann ist dieser Parameter für jede Spur über diesen Drehregler aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt hier drehe oder hier drehe, verändert sich das Panning für diese Spur, die ich hier habe. So, jetzt kann das aber sein, gehe ich jetzt gerade mal zurück auf diese Spur,
dass ich jetzt, so, das gleiche kann ich übrigens auch noch hier machen. Nur wenn ich hier diese Effekte anklicke, schaltet hier quasi die Spur um in die Effekteansicht. Und hier bei Sense 1 bis 4, deshalb habe ich euch vorhin so viele Effektspuren hinzugefügt, kann ich jetzt umschalten. Hier sehe ich die ersten vier definierten Effekte. Wenn ich hier drauf drücke, habe ich 5 bis 8, die zweite Seite mit Effekten. Und hier schaltet dann die Seite auch nochmal um. Ja, das kann man sich dann vorstellen. Hier, das ist quasi die erste Seite. Da habe ich meine Lautstärke, mein Panning, mein Crossfading, das Arming. Ich kann hier auch, die Spur ist ja ausgewählt, hier die Spur muten direkt auf Solo stellen, beides. Kann die auch deaktivieren und. Das heißt, das ist die erste Seite, die Standardseite, die mir quasi angezeigt wird. Wenn ich jetzt die erste Seite der Effekte anzeige, dann zeigt er mir diese Effekte an. Also die ersten vier hier auf der Spurseite. Und wenn ich die Effekte hier umschalte, dann zeigt er mir die zweite Seite der Effekte an. Also quasi so ein dreiseitiges Blatt, wenn man das so möchte. So. Und wie ich gerade eben erklärt habe, wenn hier oben so ein Parameter ausgewählt ist, kann man dann für jede Spur, ich nehme jetzt hier gerade mal den Reverb, kann man für jede Spur mit dem Drehregler den Reverb hier ändern. So, das ist ganz praktisch. So, jetzt kann es aber sein, dass ich jetzt zum Beispiel auf der ersten Spur, oder sagen wir mal, nehmen wir mal die zweite Spur. Auf der zweiten Spur möchte ich jetzt zum Beispiel Reverb, Delay und den Kompressor gleichzeitig verändern können, weil ich mit zwei Händen einfach das irgendwie besser machen kann als mit einer Maus, sagen wir mal, oder ich bin in einem Live-Umgebung und möchte damit jetzt einfach rumspielen. Dann mache ich das einfach so, dass ich sage, okay, diese Spur ist ausgewählt. Ich wähle jetzt keinen spezifischen Parameter hier oben aus oder keinen spezifischen Effekt. Das heißt, ich drücke hier oben einfach einmal auf den Knopf, wo der Parameter ausgewählt ist. Und jetzt ist hier oben nichts mehr ausgewählt. Und auf dieser Spur, die aktiv ist, erscheint hier so eine zweite Seite. Das heißt, ich habe jetzt eine Anzeige von Volume Pan und Crossfader, das was ich hier sehe, und Reverb, Delay, Kompressor und nochmal einen Reverb. Hier steht jetzt halt ab, weil ich hier nochmal ab, das wird bestimmt noch korrigiert. So. Das heißt, diese Spur ist im Moment ausgewählt und hier oben ist kein spezieller Parameter. Das bedeutet, dass ich nur für diese Spur alle diese Drehregler benutzen kann, um diese Effekte oder Einstellungen, Parameter zu ändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier am Volume-Regler drehe, dann passiert hier nichts, sondern nur auf dieser Spur. Der Pan auch nur auf dieser Spur. Dann der Reverb, Delay, Kompressor und dieser Reverb. Und ich kann dieses Fenster jetzt auch wieder umschalten. Mit dem Send 1 bis 4 schalte ich um auf Send 5 bis 8. Jetzt habe ich die anderen Effekte hier und kann die jetzt hier einfach direkt nur für diese Spur mit Effekt. Kann jetzt nur für diese Spur das Ganze auswählen. So, möchte ich wieder einfach in diese Option zurück, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich will noch an dem Mix irgendwie rumschrauben, dann kann ich das hier so machen, auf jeder einzelnen Spur. Und wenn mir das hier viel zu grob ist mit der Einstellung, kann ich hier unten rechts noch die Shift-Taste drücken und dann kann ich das viel langsamer einstellen, viel genauer einstellen. Kann dann einfach die Finger hier an der Taste und an dem Regler lassen, die Augen zu machen, einfach nur ganz genau hinhören, was ich denn da eigentlich zusammenmixe. Und wie gesagt, für alle anderen Parameter kann ich das hier genauso machen, auch wieder mit der Shift-Taste geht das Ganze langsamer. So, das war's auch schon, was ich euch zeigen wollte. Das ist nämlich eine super praktische Sache. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen ganz lieb. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem der nächsten Videos wiedersehen oder bei einem der vorherigen oder den davor. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.